Als vor etwa 6000 Jahren die ersten Ackerbauern in das heutige Schleswig-Holstein einwanderten, sah die Landschaft vielleicht so ähnlich aus wie hier auf der Insel Vilm. Zu dieser Zeit war das heutige Deutschland nahezu ganz von Urwald bedeckt. Urwälder sind Wälder, in die der Mensch niemals eingegriffen hat. Urwald gibt es heute in Deutschland gar nicht mehr. Aber in einigen Schutzgebieten sind Wälder verblieben, die seit Jahrzehnten weder Axt noch Säge gesehen haben und wo wir heute eine Ahnung davon gewinnen können, wie Urwälder ausgesehen haben. Hier auf dieser Insel ist der Wald schon seit vielen Jahrhunderten nicht mehr genutzt worden, sondern entfaltet sich frei als Naturwald. Im Naturwald durchlaufen Bäume alle Phasen ihres Entwicklungszyklus, vom winzigen Keimling bis zum gewaltigen Baumriesen. Deswegen gibt es hier besonders alte Bäume. Viele Arten sind an Altersphase und Zusammenbruchsphase des Waldes gebunden. Und so sind Naturwälder die wahren Schatzkisten heimischer Natur mit der ganzen Vielfalt seltener Käfer, Pilze, Vögel, Kleinsäuger und Pflanzen. Wenn ein alter Baum an die Grenze seines Lebens kommt, langsam abstirbt, vermodert das Holz zu Humus des Waldes. Selbst tote Bäume sind Lebensraum für eine Vielzahl totholzbewohnender Organismen, die das Holz in den Kreislauf des Waldes zurückführen. Dies kann man in einem gewöhnlichen Wirtschaftswald nicht beobachten, weil Bäume hier im Alter von 90 oder höchstens 160 Jahren umgesägt werden. Wenn von alten Bäumen im Sturm dicke Äste abbrechen oder die Rinde verletzt wird, Pilze in den Stamm eindringen können, entstehen Mulmhöhlen. Das Holz vermodert darin, bietet Lebensraum für besondere Organismen, bietet Brutmöglichkeiten für Spechte und in den Baumkronen brütet auf dieser Insel der Seeadler. Schau dich doch mal um. Es ist humoser Waldboden, der vor Leben wimmelt. Regenwürmer, Asseln, Schnecken besiedeln ihn in einer Vielzahl, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wenn wir als Menschen die ursprüngliche Waldlandschaft nicht seit Jahrtausenden verändert hätten, wäre Deutschland heute zum größten Teil mit Buchenwäldern bedeckt. So, und jetzt schau, wie es im alten Buchenwald des Nationalparks Hainich aussieht. Auch Buchen sind Lebensraum für Tausende von Tierarten. Schau mal nach oben in die mächtigen Kronen. Durch ihr dichtes Blätterdach haben Buchenwälder zudem eine kühlende Funktion, wie alte Wälder, wilde Wälder überhaupt. Ist es hier nicht angenehm kühl? In einem schattigen, alten Buchenwald ist die Temperatur um bis zu 10 Grad niedriger als im offenen Umland. Wenn eine Buche an ihre natürliche Altersgrenze kommt, kann sie vom Zunderschwamm, einem Pilz, befallen werden, der den Baum langsam zum Absterben bringt, das Holz zersetzt, bis der Baum umbricht. Zugleich dringt Licht auf den Waldboden und ermöglicht das Wachsen junger Bäume, die alsbald die Lücke wieder schließen. So ist alles in einem Naturwald
ein aufeinander abgestimmtes System. In einem Naturwald gibt es keine Katastrophen. Es gibt nur natürliche Prozesse. Mit der Photosynthese in den grünen Blättern wird Sauerstoff produziert, Kohlenstoff gespeichert und letztendlich das Klima stabilisiert. Deshalb sind Wälder und insbesondere Naturwälder für uns alle so wichtig. Wenn wir uns auf einen Naturwald einlassen, erfahren und erleben wir, wie faszinierend und großartig wilde Natur ist, ganz ohne uns. Wir Menschen können zwar zum Mond fliegen, aber einen Urwald können wir nicht machen. Deshalb sind die Reste von Urwald und auch altem Wald so wertvoll und schützenswert.